Ich war verspielt, verträumt, hab ich was versäumt, dachte ich ein Leben lang, bis ich dich ersah. Karin, Karina, Carissima. Aber es war immer Kampf. Das ganze Leben war nur Kampf. Man muss immer kämpfen, wenn man glaubt, dass es gerecht ist. Da soll man kämpfen, ohne nachzugeben. Die Trophäen von knapp 100 Jahren erfolgreichem Kampf verstauben im Regal. Fast 100 Jahre leben und überleben oft an den Nahtstellen deutsch-polnischer Geschichte. In Polen geboren, startet der 27-Jährige in Berlin 1945 eine ganz unglaubliche Filmkarriere. Der Migrant wird Milliardär und bereits zu Lebzeiten eine Legende. Auszeichnungen, Ehrungen und Bussis für den Filmmogul. Frieden und Ruhe findet er nicht. Der Ärger über Enttäuschungen sitzt tief. Doch dazu später. Der erste Blick gilt seinen goldenen Jahren. Ja, Büro Brauner? Einen Moment bitte. Einen Moment. Herr Brauner? Nein, der ist nicht da. Das heißt, ja, er ist da. 24 Stunden am Tag. Das sind verschiedene Objekte, die in Arbeit sind oder die gerade fertiggestellt worden sind. Von diesem Büro aus werden jährlich bis zu 18 Filme produziert. Quasi als One-Man-Show führt Arthur Brauner die erfolgreichste Filmproduktion im Nachkriegsdeutschland. Jahresumsatz 30 Millionen Mark. Also ich komme aus mit 3-4 Stunden Schlafen, das ist schon, mein Körper hat sich jetzt durchtrainiert in der Hinsicht, mein Kopf auch, so dass ich weiß, ich habe keine Zeit mehr und ich muss damit auskommen. Seinen ersten Film finanziert er 1946 auf dem Schwarzmarkt. Nerzmantel und Schmuck der Schwiegermutter bringen 200.000 Reichsmark ein. Das ist ein Drittel des Filmbudgets. Das heißt, mit anderen Worten, ich konnte für 3.000, 4.000, 5.000 Dollar einen ganzen Film drehen, der später 600.000 wert war. So, dass ich schon dazu gekommen bin, beim vierten und fünften Film einfach den Film allein zu finanzieren. So hat sich die Karussell gedreht, immer mehr und mehr. Ich bin von allen Filmen pro Jahr in 47 oder 46 gekommen auf 18 Filme pro Jahr. Aha, da musst du tutaj. So? Da musst du tutaj, das ist schon. Zaraz muss ich mich wohl nicht. Brauners Erfolgsgeheimnis: Mut und Unerschrockenheit sowie Dickkopf und Größenwahn. 1948, 48, 49 gab es die Blockade hier. Alle meine Kollegen sozusagen, alle, sind alle geflüchtet von hier nach dem Westen. Die Mauer, da war gar nichts zu machen. Niemand wollte nach Berlin kommen. Die Schauspieler haben Angst gehabt, Regisseure haben Angst gehabt, die wollten nicht finanzieren, die Banken. Ich bin geblieben. Da hat man gesagt, wir haben keine Angst, hier zu bleiben. Hier, wenn die Russen kommen, sage ich, schlimmer als bei Hitler kann das nicht sein. Von heute kaum einzuschätzen, welch ein Mut nötig war, damals in Berlin zu bleiben. Die geteilte Stadt stand am Abgrund eines Krieges. Und in dieser Zeit haben wir die besten Filme gemacht und haben es am leichtesten gehabt, weil nicht alle Schauspieler konnten weg von hier, nicht alle Kameraleute, nicht alle Techniker, so dass ich freie Zeit hatte, um die beste Qualität zu liefern. Jude und Pole. Wenn man als 1918 geborener polnischer Jude die Gräuel des Faschismus und Stalin überlebt hat, ist man entweder traumatisiert oder hat genügend Selbstbewusstsein und Unverfrorenheit, die Deutschen mit ihrer Geschichte zu konfrontieren. 1948 bringt Arthur Brauner das Thema seines Herzens auf die Leinwand. Morituri. Es ist der allererste deutsche Spielfilm über den Holocaust. 3 Jahre nach Kriegsende zeigt er zum ersten Mal ein KZ und thematisiert die Vernichtung. Der Film erfindet neue Bilder für den Holocaust. Er identifiziert keine einzelnen Personen, sondern zeigt Stiefel, Schreibtische, Schäferhunde. Mit dieser Bildsprache, sagt Brauner, Schuld haben nicht einzelne teuflische Individuen. Das Böse steckt im System. Und jeder noch so kleine Mitmacher ist verantwortlich.
Genau wie im Film ist Brauner ein paar Jahre zuvor auf der Flucht vor den echten Nazis. Im Wald stolpert er über einen Berg von Leichen. Ein Schlüsselerlebnis. Es wird Auslöser für die Mission seines Lebens. Und da stieß ich auf einen Jungen, vielleicht von 10, 12 Jahren, der mit offenen Augen scheinbar erschossen wurde und war tot. Und die offenen Augen haben mich angeschaut, effektiv angeschaut. Also mir wurde kalt, muss ich mal sagen. Als ob er gedacht hätte, lass uns nicht vergessen. 1948 in Deutschland einen Film zu drehen, das bedeutet, im Land der Täter und Mitläufer zu produzieren. Es ist am Anfang nicht leicht gewesen. Das Schlimmste waren die Nazis. Waren 90% Nazis. Die haben ja gestimmt für Hitler, 90%. Und da zu sippen, zu finden, welche sind in Ordnung und welche nicht, das zu finden alles und dass die Rollen passen zu den Menschen, die so gefunden haben, das war eine schwierige, ganz schwierige Angelegenheit. Doch. 90% Nazis. Entsprechend scheitert Brauner mit Morituri krachend. Kinos, die den Film zeigen, werden verwüstet. Arthur Brauner beißt erst einmal die Zähne zusammen und liefert, was die Deutschen wollen: Unterhaltung. Dabei hat er ein Auge für Talente. Katharina Valente entdeckt er, Senta Berger, Elke Sommer, Peter Alexander. Und auch solche Filme produziert Brauner. In wenigen Tagen an billigen Originalschauplätzen gedreht mit unbekannten Schauspielern und einer Story, die fast ohne Dialoge auskommt, denn es geht einzig um die Präsentation von nackter Haut. Sogenannte Sexreports und Schmuddelfilme der 60er und 70er Jahre lehnt Brauner zuerst ab. Aber die Verdienstspangen sind unfassbar groß. Ich musste mixen die Themen, weil sonst wäre ich allerdings pleite. Ich musste also für einen politischen Film, einen Film um die Opfer der Nazi-Zeit, musste ich dem auf einen solchen politischen, musste ich drei Unterhaltungsfilme ungefähr machen. Mehr als 250 Spielfilme produziert Arthur Brauner. Klamauk, Unterhaltung, anspruchsvolle Unterhaltung. Seine Karl-May-Filme sind für Generationen die Kultfilme ihrer Jugend. Millionen verdient er damit. Er schwimmt auf allen Wellen, aber ein Genre bleibt ihm Herzensangelegenheit. Exakt 16,5 Millionen Euro Verlust macht er mit den etwa zwei Dutzenden Filmen über den Holocaust. Meinen Lodge habe ich ja relativ jung verlassen müssen. Aber solange ich verbinden konnte durch Filme beide Länder in irgendeiner Form, zumindest Kultur, war ich doch eigentlich schon zufrieden. Panie Arturze, wer sind Sie? Sind Sie Pole, sind Sie Deutsche, sind Sie Jude, sind Sie etwas dazwischen? Ich habe nicht so nach... Ja, kann man teraz mówić po polsku. Auf Deutsch, po niemiecku. Po niemiecku. Ich habe nicht nachgedacht, wer ich bin, wie ich bin, denn so wie ich bin, war es richtig. Wo immer möglich arbeitet er mit polnischen Autoren, Regisseuren, Schauspielern zusammen. Zwei Sprachen, zwei Kulturen, ein Schatz, der ihn durchs Leben trägt. Isaac? Für diesen Film kämpft Brauner jahrelang. 8 Autoren, 11 Drehbuchfassungen. Dauert es dann erst, ist einer seiner wichtigsten Filme fertig. Weltweit erfährt das Werk Zustimmung. Nicht aber in Deutschland. Der Film mischt Wahrheitstreue mit Effekthascherei und sein bitterer Ernst rutscht immer wieder ab in platte Sentimentalität. Mein Helm. Vom Furchtbaren wird hier nicht erzählt, ohne es mit ein paar Tropfen Kitsch aus einer Liebesgeschichte zu versüßen. Du hast mich gepiekt. Das goldene Abzeichen, das wusste ich nicht. Thank you.
Die Geschichte eines jüdischen Jungen, der den Holocaust in Nazi-Uniform überlebt, begeistert Hollywood. Er ist sicherer Anwärter auf den Auslandsfilm-Oscar. Aber das deutsche Oscar-Komitee meldet den Film nicht an. Ich wollte nur ein bisschen frische Luft schnappen. Frische Luft? Im Ghetto? Der beste von allen ist der Hitlerjunge Salomon. Da geht in Amerika ein Riesenerfolg. Und der Film dann ist ja verhindert worden, den Oscar zu gewinnen. Da arbeite ich sehr stark an der Findung des Protokolls. Das ist ein Punkt, den ich also mit ganzen Energien, in meinem ganzen Herzen, mit allem, was ich habe, durchkämpfen würde. Wer hat diesen Film verboten, einen Oscar zu bringen? Eine Intrige? Oder fehlt Brauner Mut und Fortune zum ganz großen Werk? Egal wie, Arthur Brauner bleibt die Achtung und Anerkennung der deutschen Kulturelite versagt. Die Legende wird hofiert und dekoriert, aber der Mensch Arthur Brauner hat mit seiner Lebensmission keine wirkliche Heimat gefunden. Ich habe viele Stoffe, also Projekte, die für Polen geeignet waren oder aus Polen stammten, die haben wir übernommen. Und zwar nicht einfach. Erst danach, ab 1990, als es frei wurde, man konnte dann tatsächlich produzieren, was man wünschte, da habe ich angefangen, da habe ich einen Dreh gemacht, statt Unterhaltungsfilme, nur hauptsächlich Filme vom Krieg. Polen und Juden, auch das ist ein Thema für ihn. Von Hölle zu Hölle thematisiert das Pogrom von Kielce, bei dem nach Kriegsende Polen jüdische Nachbarn erschlagen. Prislatz Fax. Affische? Affische, Plakat. Ja, Affische. Die Uraufführung des Films ist weit weg, in Los Angeles. Brauner ist noch immer unversöhnt über die deutsche Arroganz gegenüber jüdischen Themen. Und wieder hagelt es Verrisse. Billige Fernsehästhetik. Der russische Regisseur Astrachan inszeniert gerade so, dass man sich in einem tschechischen Märchenfilm wähnt. Die Berlinale will den Film nicht und erneut auch keine Meldung für den Oscar. Der ganz große Wurf, wieder bleibt er aus. Jedoch das Thema ist gesetzt. Brauner positioniert sich auch zum polnischen Antisemitismus. Wenn sich das junge polnische Volk sich dafür entscheidet, demokratisch zu denken, human zu sein, tolerant zu sein, wenn die Kirche nicht diesen Hass prägen wird oder nicht aufrechterhalten wird und immer diese Lüge nicht propagieren wird am Sonntag, jeden Sonntag von der Kanzel, dann wäre das polnische Volk in einer ganz anderen Beziehung zum Jüdischen. Auch als Mitglied der Berliner jüdischen Gemeinde meldet sich Brauner zu Wort. Viele Kinder, die fremde Kinder, die seine eigene wurden. Er hat die letzte Chance nicht wahrgenommen, am Leben zu bleiben und mit seinen Kindern tot zu gehen. Wie ihn und wie die zwei von den Toten sind, steckte ich in die Kerze. Und wünsche, dass eine solche Zeit nie mehr wiederkehrt. Für niemanden, die kein Volk auf dieser Erde. Atelierchef Herrn Schwand. Brauner, ein Getriebener. Hier ist es 3 Uhr in der Nacht. Also ich habe durchgearbeitet, möchte ich beinahe sagen, das ganze Leben. Jetzt, und Sie haben am Ende des Lebens sieht man, dass es nicht klug war. Nicht klug. Das Leben geht zu Ende. Was hat man erreicht? Schriftliches. Dass man mal hin und wieder beim Festival gezeigt wird. Naja, so ist es, die Zeit vergeht. Inzwischen ist Fritz Lang auch gestorben. Sehr viele Schauspieler sind gestorben, alle weg. Sehr viele. Wenn ich die Plakate anschaue, da sind die meisten gar nicht mehr da. Die sind tot. Alle sind tot. Martin Held ist tot. Fuchsberger ist tot. Schrecklich, Uwe Fischer ist tot. Aber ich weiß gar nicht, mit wem ich Filme drehen soll. Er wird weitermachen bis zum Schluss. Arthur Brauner, ein Migrant, der die deutsche Filmkultur geprägt hat. Wo ist sein Zuhause? Wo gehört er hin?
Wo soll sein Grab sein? Wo will Arthur Brauner einst beerdigt werden? Das wird davon abhängen, ob ich noch einen Film mache, ob der Verbindung hat zu dem einen oder anderen Land, wie und in welcher Stimmung. Ja, aber da ist noch so weit, dass ich noch gar nicht daran denke. Also ich habe das Gefühl, dass der liebe Gott mich noch gar nicht haben will. Nein. Ja? Rücken wir enger zusammen. Alle Menschen sollten enger zusammenrücken. Denn innerlich frieren alle. Ja. Wenn die Mächtigsten auch die Klügsten wären. Dann ist nie wird sein Krieg. Ja. All people should agree. We do. Ja. Wenn sie alle so einig wären wie wir. Nous sommes compris dans toutes les langues.